Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt bei filme.de. Heute haben wir mal was anderes im Petto, sage ich mal. Wir haben euch ja in den letzten Monaten immer die Z-Box von Zavi vorgestellt und dieses Mal, ihr seht das schon, zeigen wir euch etwas anderes, nämlich die Treats-Box von Zavi. Das ist etwas Neues, das ist etwas kostengünstiger, aber es ist vergleichbar mit der Z-Box, denn auch hier bekommt ihr erstklassigen Geek-Stuff zu euch nach Hause und das jeden Monat, entweder einmalig oder halt im Abo. Im Abo gibt es das Ganze schon für 8,99 €. So, ja, was haben wir hier drin? Wir haben hier jedes Mal ein Comic und ein Shirt drin. Das Ganze natürlich exklusiv designt. Und ja, wir haben hier die Treats-Box des Monats Dezember. Es steht auch hier hinten drauf, Treats Original Dezember 2019. Und ja, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hier drin ist. Es ist ja, es würde sich ja anbieten, wenn hier was Weihnachtliches drin ist, weil, naja, klar, wir haben ja bald Weihnachten. So, und wir klappen es mal auf. Und was schaut uns da entgegen? Gleich als erstes ein Shirt von, ja, Super Mario. Super Mario Brothers. Ach, jetzt habt ihr es schon gesehen. Das sollte ja eine Überraschung sein. Ein Super Mario Brothers T-Shirt von Nintendo natürlich. So, hier steht es auch hinten drauf. Offizielles Lizenzprodukt von Nintendo. Und es passt wunderbar zu Weihnachten, denn wir haben einen, ja, ein T-Shirt im Ugly Christmas Style. Also es gibt ja diese Ugly Christmas Pullover. Und ja, in diesem Stil ist auch dieses T-Shirt gehalten. Das ist hier so fein aufgetragen. Es ist jetzt nicht gestickt oder gestrickt, wie man das erwarten würde oder wie es normalerweise bei diesen Ugly Christmas Pullis der Fall wäre, sondern halt in schöner Manie auf dieses Shirt aufgetragen, halt so mit, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube, das heißt Siebflockdruck oder ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. So, da haben wir hier ganz toll, das sieht toll, das ist richtig schick, ich finde, das ist richtig toll. Das macht sich auch auf der Familienweihnachtsfeier gut und anschließend könnt ihr dann mit euren Freunden eine private Weihnachtsfeier noch organisieren. Und das dann direkt anlassen. Finde ich klasse. So, und als zweites haben wir hier noch einen Comic drin, beziehungsweise Comic, das hört sich so banal an. Das ist kein Comic, das ist eine Grafiknovelle aus dem Hause Vertigo. Und zwar Stieg Larssons The Girl Who Kicked the... Was ist das hier? Hornet Nest. Also das Mädchen, das in das Wespennest oder in das Hornissennest gestochen hat, das ist ein Teil der Millennium-Trilogie und ja, und zwar, wie gesagt, von Stieg Larsson. Das Ganze natürlich in Englisch, so schaut das Ganze von hinten aus. Stieg Larsson's The Girl with the Dragon Tattoo Graphic Novel Adaptions. Ja, also wir haben hier die Adaptionen der Grafik, als Grafiknovelle der Millennium-Trilogie. So, wir packen das jetzt mal aus. Wir schauen uns mal an, wie das aussieht von innen. Das ist natürlich ganz großes Kino. Ja, Grafiknovellen sind ja, wir dürfen es jetzt nicht mit Comics vergleichen. Ich meine, natürlich ist das ein Comic, aber es richtet sich halt an eine ganz andere Leserschar. So, ich will das jetzt, ich mach's jetzt einfach mal kaputt, ist egal. Ich schreiß das jetzt mal hier richtig auf. So, und wir haben hier oben auch stehen, ja, wer das Ganze gezeichnet hat und getextet. Der eigentliche, die Vorlage ist natürlich von Stieg Larsson. So, hier haben wir, ach, richtig schön, das ist mit Schutzumschlag. Schaut, ah, oh, super geil. Schaut euch das an. Ist das toll oder was? Das ist hier vorne so eingeprägt. Und auf der Seite auch haben wir, das ist richtig schön. Und auf der Rückseite fein schwarz. Ich mache den Schutzumschlag mal weg. Und dann schauen wir uns mal das Design an. Also das hier ist richtig gut. Ja, ich will euch das jetzt nicht ganz zeigen. Erstens macht man das nicht. Ihr sollt das ja kaufen. Ihr sollt nur mal einen Eindruck davon kriegen, wie das Ganze ausschaut. Also ich muss sagen, das hier ist
richtig cool. Ich fand auch den Film oder die Filme genial, generell die Geschichten wirklich gut. Und gut, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, aber es passt wunderbar auch unter dem Weihnachtsbaum, wenn ihr es nicht selbst haben wollt. Wobei, das ist ja was, wer sich so eine Box nach Hause bestellt, der wird das vermutlich auch haben wollen. Und ja, ein schöner Einstand, sage ich mal, oder Ausstand, weil damit geht das Jahr zu Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage und ja, schaut einfach mal bei filme.de rein. Und da findet ihr auch den Link. Der Link ist auch hier unten in der Infobox. Da könnt ihr die Treats Box direkt bestellen.